In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man solche Bretter so schleifen kann, dass die Maserung hier richtig schön rauskommt. Hier kann man das schön sehen. Das rechte ist schon geschliffen und das linke ist noch ganz rau. Und als erstes brauchen wir eine kleine Vorrichtung, damit wir dann das so bearbeiten können. Diese Vorrichtung ist ganz einfach. Hier ein kleines Brett, was unterlegen, damit unten etwas Luft drin ist. Dann schraube ich das Ganze hier fest. Jetzt brauche ich im Abstand von 75 mm hier eine zweite Leiste. Ja, und warum genau 75 mm? Das sind jetzt bei mir 75 mm. Das kann bei euch natürlich anders sein. Weil, was mache ich jetzt mit der Vorrichtung? Ganz einfach, und zwar, ich habe hier jede Menge Schleifpapier, das immer noch so gut ist, dass man es nicht wegschmeißen kann, aber man nimmt es dann doch nicht mehr her. Und das werde ich jetzt da Quadrate rausschneiden mit 75, weil das ist 75 mm breit, und mache ich jetzt dann auch 75 mm lang. Jetzt muss ich das Ganze erst einmal auseinanderschneiden. Dazu nehme ich mir hier einen Winkel, damit das gleich im 90-Grad-Winkel auch geschnitten wird. Und schneide es hier einfach ab. Jetzt kann ich das hier unten durchschieben, bis hier vorne das ansteht, und dann kann ich es abschneiden. Müsste ein Quadrat sein. Welche macht man jetzt noch mehr? Man muss das gar nicht komplett durchschneiden. Das reicht, wenn man es einmal ein bisschen anritzt, und dann bricht das Ganze. Geht wunderbar. Und zum Schluss bleibt noch ungefähr 1 cm über. Das dürfte jetzt reichen, und jetzt werde ich das Ganze immer so versetzt und gegenläufig zusammenlegen. Bei dem habe ich mir jetzt die Mitte schon mal angezeichnet, und jetzt werde ich es einspannen und schon mal ein Loch durchbohren, weil alle kann ich sowieso nicht auf einmal bohren. Jetzt bohre ich mal ein 6er Loch durch für den Bohrer. Es ist bestimmt nicht gesund, aber kann man wieder schleifen. Ja, und bevor ich es jetzt wieder raus tue, mache ich natürlich gleich diese Schraube rein. Ja, und bevor wir die Schraube rein drehen, sollte man vielleicht der Beilagscheibe unterlegen, nicht? Mann! Okay, dann brauchen wir ein paar. Thank you.
Und durch das, dass ich da jetzt durchgebohrt habe, ist da immer bei jedem Blatt dazwischen ein bisschen was Staub drin. Den machen wir jetzt einfach raus. Jetzt kann ich aber die Schrauben nicht einfach durchdrehen, weil da der Schraubstock im Weg umgeht. Erstmal so. Ja, ein paar habe ich noch. Ja, jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen verdrehen. Ja, jetzt ist das so einigermaßen mal ausgerichtet, also ich denke mal, das passt dann schon. Und jetzt schrauben wir das Ganze noch etwas fest hier. Sollte passen. Machen wir mal einen Versuch. Passt. Achtet ein bisschen, aber ist klar. Probieren wir es mal aus. Werden wir jetzt hier noch das Teil hier umspannen und das ganz hochschieben, weil dann kann ich das Brett hier auflegen. Es ist ziemlich perfekt, dass wir da ganz leicht mit einem normalen Schleifpapier drüber gehen. Das war's. Es schaut richtig, richtig geil aus. Das Teil zum Schleifer schaut jetzt so aus, also ist etwas runder geworden und je länger das ich geschliffen habe, desto besser ist es gegangen. Wahrscheinlich wäre es noch besser, wenn es komplett rund wäre, aber irgendwann wird es schon rund. So, und das ist jetzt die Ausbeute. Die ersten 8, das sind sowieso Fichtenbretter, die weiß ich sowieso nicht, ob ich die hernehmen will. Und die anderen müsste ich jetzt irgendwie wo unterbringen. Und zwar habe ich vor, eine Garderobe zu bauen, und da könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was oder wie ich diese Teile hier verwenden soll. Da sieht man, diese Maserung ist richtig, teilweise richtig schön rausgekommen.
Also schreibt es uns in die Kommentare rein, was ihr mit den Teilen auf einer Garderobe machen würdet. Okay. Also, in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht. Und jetzt die eigenen Tipps, weil dann wird's vielleicht leichter. Servus!